Klappt auch soweit ganz gut. Batterie einlegen, Film einlegen, dann kann ich ein Bild davon machen. Das ist leider sehr wenig, was das Ganze insgesamt recht teuer macht. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Es geht jedenfalls so. Ich habe auch festgestellt, dass die Batterie eigentlich für 10 Aufnahmen reichen sollte. Wenn man komische Sachen damit macht, dann ja, geht's wohl nicht. So, soweit ist das alles sicher. Die Brille. Ja, die Brille brauche ich, wenn ich vom Stativ aus fotografieren will. So viel habe ich auch herausgefunden. Das ist tatsächlich so. Ja, so ist es eben. Nur was nicht funktioniert, ist das Fotografieren vom Stativ aus. Film, Batterie habe ich eingelegt, aber irgendwie ist dann beides nicht da. Oder zumindest die Batterie ist dann nicht da. Und wenn ich die Kamera vom Stativ wieder wegnehme, dann fehlt die Batterie und es ist irgendwie komisch. Und ich habe nicht herausgefunden, wie es ansonsten geht. Ich habe recherchiert und aber dazu nichts weiter gefunden. Stattdessen habe ich was anderes gefunden. Nämlich eine andere Mod, die es mir auch erlaubt, einen Fotoapparat zu bauen und dann Bilder zu machen. Derselbe Fall wie jetzt oder wie zuvor. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut, aber noch nicht wirklich ausprobiert. Und das will ich jetzt machen. Und diese hier gebe ich auf, weil es nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Wenn denn die andere funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass die funktioniert. Ich suche mal, ach ja, hier, da habe ich es ja schon gefunden. Das weiße Ding hier, das soll diese Kamera sein. Hier, so geht das hier. Werden wir uns gleich bauen. Das ist eine Digitalkamera. Also was Modernes. Dazu brauchen wir dann eine Speicherkarte. Da kann ich, ja, steht auch da, 16 Fotos drauf machen. Das ist dann ein fertiges Foto. Das müssen wir dann austrocknen. Mit dem Trocker hier eben. Und was ist das? Painter. Müssen wir schauen, was das jetzt ist und wozu ich das brauche. Oder muss ich erst da... Also, weiß ich jetzt nicht. Wir werden einfach mal Material zusammensuchen. Und dann mal schauen. Das lasse ich erstmal alles da. Ja, genau. Lasse ich erstmal alles da. Material zusammensuchen und dann mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. So, also genauso wie beim letzten Mal. Trotz des Hustens. Ja, es nervt, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ja. Was brauchen wir denn da? Eisen, Barren, Knopf, Sand, Rotstein und Glas. So, Moment. Eisenbarren haben wir hier. Rotstein haben wir hier. Knöpfe habe ich auch eine Menge. Na, müssten da oben drin sein. Ja, hier. Und Glas. Und ich glaube, ich brauche farbiges Glas. Am meisten habe ich davon. Dann nehme ich das hier. So, was brauchen wir noch? Das müsste jetzt alles sein für den Fotoapparat. Ich überprüfe das nochmal. Ja, farbiges Glas geht auch. Okay. Dann eine Speicherkarte. Brauchen wir mehr Eisen. Habe ich aber jetzt genug. Rotstein und noch einen Diamanten dazu. Dann... Oh, da ist kein Diamant. Diamanten sind alle... Naja, okay, dann muss ich eben zum... Nee, mit A fängt das doch an. Agrarplatz hier. Und dann müssen wir eben Diamanten machen. Hoffentlich haben wir genug da. Och, siehste. Mehr als genug. Komm, ich nehme mal was mit hier. Nee, Moment, ich kann ja 4... 5, 6, 7, 8, 9. Denn so viele brauche ich ja. Für einen Diamanten. So, das mache ich mir jetzt einfacher. Diamant. Nö, den kann ich so nicht herstellen. Dann, wo ist denn der Diamant? Nee. Hallo, Diamant? Ach, da ist er doch. So. Da habe ich 64. Naja, gut, immerhin. Okay. zurück zum Lager. Oh, oh, meine Stimme. Sie verabschiedet sich schon. So, dann will ich hier weitermachen. Jetzt habe ich natürlich mir nicht die Seite gemerkt. Aber es war da oben. Links oben. Da. Okay, fürs Bild, das kriegen wir dann einfach. Moment, habe ich jetzt da alles? Ja.
Das kriegen wir dann einfach so aus dem Fotoapparat, nehme ich an. Und da brauchen wir auch farbiges Glas und Eisen, ja, haben wir da. Rutscht dann auch Farbstoff. Okay, Farbstoff. Und das brauchen wir hier. Da brauchen wir noch ein Bild dazu. Alles andere haben wir. Okay, wir brauchen noch Farbstoff. Dann sollten wir ja bald alles haben. Also zum Färberhaus. Und ich werde auch da gleich weiteren Farbstoff mitnehmen. Und zwar einmal schwarz. Dann rot. Denn so viel habe ich schon gesehen. Das brauchen wir für den Drucker. Grün. Ah, leider nicht so viel da, aber ist jetzt egal. Und blau. Oh, da ist aber wenig da. Dann lasse ich das einfach mal hier. Geh nochmal ins Lager und hol mir da Lapis. Denn da so... Oh ja, guck mal, da ist ja jede Menge da. Gut, belasse ich mal hierbei. Dann, mittlerweile haben wir es auch wieder Tag, gehe ich wieder zum Atelier. Und da werden wir uns diese Sachen mal bauen. Und mal schauen, wie das so alles ist. Okay, der Fotoapparat. Ja, komm, mache ich jetzt einfach so. Hier haben wir einen Fotoapparat. So, die Sachen kommen dann mal weg. Dann brauchen wir eine Speicher... Oh, nee, Moment mal. Ich will das erstmal so ausprobieren. Aha. Oh, guck mal. Da geht das gleich in diesen Fotomodus über. Wenn ich den einfach nur in die Hand nehme. So. Shift plus Wheel. Aha, okay. Ach so, ja, mit dem Mausrad gehe ich da so hin und her. Okay, und jetzt... Ah ja, okay. Ja, das habe ich nämlich bei dem anderen Fotoapparat auch nicht gehabt. Das ist cool. Ja, das ist gut. Mit der Blende kann man natürlich nichts machen. Das ist schade, aber nun ja. Ist eben so. Okay. Und dann Shift plus Right Mouse Button. Kann ich mir Fotos angucken. No Memory Card. Okay, ich habe noch keine, ja. No Filter, Gray, Red, Green, Blue. Ah, da kann ich Filter drüber legen. Aha, okay. Und da kann ich wahrscheinlich hin und her schalten. Zwischen den Fotos. Dann ein Foto löschen. Ja, okay. Und das Inventar öffnen. Aus dem Fotoapparat raus. Aha, okay. Ja gut, will ich jetzt eigentlich gar nicht. Wie komme ich hier wieder? Achso, einfach aus der Hand legen. Okay. Ja, dann werden wir jetzt mal eine Karte bauen hier. So, und die muss ich jetzt... Jetzt habe ich die in der Hand, okay. Und wie kann ich jetzt die in den Fotoapparat einlegen? No Memory Card. Ja, es ist ja okay. Hier. hier. Muss ich die jetzt da einlegen? Ja, also hier kann ich sie auf jeden Fall hinlegen. Das erinnert mich ja sonst an das Inventar vom Rucksack. Aber das ist das jetzt ja nicht. Also auf jeden Fall habe ich das da jetzt reingelegt. Dann mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt gehe ich mal dahin und mache mal ein Foto. Einfach mal so. Ja, mit der rechten Maustaste. Ich glaube, ich habe jetzt eins gemacht. So, will ich das speichern? Ja oder nein? Ja, ich gehe mal auf Ja. So, jetzt sollte ich ein Foto gemacht haben. Wie war das nochmal? So, Inventory. Ah ja, 1 von 16 Fotos. Ja, da ist also jetzt ein Foto drauf. Okay, gut. Dann belasse ich es mal hierbei. Die Karte ist, ja klar, die ist weg. Die ist jetzt im Fotoapparat drin. Das war ja nicht jetzt die Frage, sondern die Frage war ja, ob ich ein Foto gemacht habe. Aber so wie es aus... Moment mal, da müsste ich mir das auch anschauen können. Ah ja, hier. Ah, oh, da ist es ja, genau. So, ja, hin und her schalten kann ich noch nicht. Jetzt mal schauen. Kein Filter. Ups. Ich habe das nur auf grau gedrückt. Jetzt geht gar nichts mehr. Absturz. Oh nein. ja. Das ist aber nicht gut. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz eine Aufnahme, die Aufnahme abbrechen, denn ich komme hier nicht raus. Ich kann auch die... Boah, ich muss das Spiel einfach so komplett zumachen. Habe ich denn hier einen Mauszeiger auf der linken Bildschirm, auf dem linken Bildschirm? Nö, habe ich auch nicht.
Okay, gut. Dann muss ich mal eben die Aufnahme abbrechen. Bis gleich. So, hallo, liebe Leute, da bin ich wieder zurück. Nur meine Stimme nicht. Ja, also ich habe mir das Problem jetzt mal ein bisschen angesehen. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, woran es liegt. Also vermutlich an diesem Filter-Dingsbums da. Ich habe jetzt auch gerade eben mal versucht, das ohne Shader zu machen. Da hat es funktioniert. Und da hat das auch mit dem Filter funktioniert. Aber den Filter, den muss ich ja sowieso nicht unbedingt benutzen. Also ich rechne jetzt mal damit, dass das Ganze überhaupt nicht so richtig funktioniert. Das kann ich ja vorher nicht, wusste ich ja vorher nicht. Na, und so kommt das eben, dass es während der Aufnahme geschieht. Und dann werde ich eben diese Mod wieder rausschmeißen, wenn sie nicht funktioniert. So, aber jetzt scheint es gerade erstmal wieder zu funktionieren. Jetzt werde ich mich gleich ins Bett legen, dann machen wir noch ein Foto. Also ich will das zumindest mal ausprobieren, jetzt mit dem Drucker und so weiter. Kann ich jetzt ja gleich machen. Dann mache ich hier mal den Drucker hin. Und da dann dieses andere Gerät, diesen... Was war das nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Moment. Moment, läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, doch. Ja, alles klar. Läuft. So, hier, der Painter. Das ist jetzt anders angeordnet, fällt mir gerade auf. Naja, gut. Wo kriege ich denn eigentlich das Bild her? Das weiß ich auch noch nicht. Ja gut, dann machen wir jetzt mal den Drucker. Gesund bin ich immer noch nicht geworden jetzt in der Aufnahmepause. Also es war jetzt nur eine kurze Aufnahmepause von ein paar Minuten. So, und dann machen wir gleich den Drucker auch. Ne, Moment mal, Painter. Ah, und dafür brauche ich ein Bild. Ah, okay. Habe ich ja nicht, oder? Dann kann ich ja das jetzt sowieso noch nicht machen. Okay, gut. Dann erstmal nur den Drucker da hinstellen. Ich kann ja mal hier das Licht anmachen. So. Ach, war das Artefakt jetzt eigentlich weg? Ja, jetzt ist es wieder da, jedenfalls. Nee, das war vorhin war das weg. Ja, egal. So. Dann sehe ich auch was. So, der Drucker, hier steht er. Da muss ich hier die Farbstoffe reintun. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, genau, das ist hier. So, und dann brauchen wir eine Karte. Die muss wahrscheinlich da oben rein. Und dann kann ich hier aussuchen, was für ein Format das Bild haben soll. Aha, okay. So, die Frage, wo ich diese... Ach so, die Karte kriege ich bestimmt... Ja, doch. Was haben wir jetzt hier noch alles? Das sind einfach nur so Rohstoffe. Frame und Back. Für das Bild dann. Und dann muss ich da Papier reinlegen, oder wie ist das? Weiß ich nicht. Jetzt schaue ich mal, dass ich die Dingsbums rauskriege. Noch geht das ja. Okay. So, dann habe ich die Dings wieder raus. Ah, ne, Moment. So. Ja, genau. Und da habe ich ein Bild jetzt. Ich habe nur eins gemacht. Also gerade vorhin noch in der Aufnahmepause habe ich noch ein weiteres gemacht. Habe ich aber wieder gelöscht. So. Ja, und das da... Ah, guck mal. Da brauche ich zwei Papier. Und dann kommt hier wohl das fertige Bild raus. Ah, okay. Da brauche ich also Papier. Und hier? Weiß nicht. Okay, dann werde ich jetzt mal ins Lager gehen. Oder vielmehr mich teleportieren und Papier holen. Klar, für den Drucker braucht man Papier. Eigentlich sollte hier welches sein. Ist aber nicht. Und dann werde ich mal welches herstellen. Soweit ich weiß, war das so. Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ja, das war Papier. So, also Papier haben wir jetzt genug. Und Rahmen. Für den Rahmen nehme ich jetzt einfach mal so Eichenholz und Hintergrund nehme ich mal Wolle. Kann ich ruhig mal die gelbe nehmen? Habe ich gerade viel da. Ja. Mal schauen, was sich da so ergibt. So, zum Atelier zurück.